Ich weiß nicht, was ich euch angetan habe, aber ihr müsst mich wirklich hassen, dass ihr jetzt alle Steine dahin bringt. Ich habe eigentlich immer versucht, fairer Herrscher zu sein. Ich habe nie vorzeitig angegriffen, immer versucht, strategisch gut zu arbeiten. Bei ihr? Ich bin einmal am Gähnen und ihr scheißt mir in den Mund? Ein einziges Mal? Ah, jetzt wird's langsam. Langsam wird's unbequem. So, er legt los. Oh Gott, mit viel Schnitt und Effet. Schön. Schöner Treffer, Junge. Bin so stolz, wie es ein Feldherr nur sein kann. Das ist schon mal der erste. Den können wir auch gleich. Da, mach doch einfach mal die drei hier weg. Wenn du von den dreien hier jeweils einen weghaust, können wir ganz entspannt da drüben angreifen. Und sagen schon mal, winken zumindest schon mal Richtung Hauptgebäude. Oh. Oh, nice. Oh, nice. Oh, das könnte sich richtig lohnen, das Katapult hier. Wenn da jetzt noch regelmäßig Steine hingebracht werden, du. Ciao, servus Leben. Dann können wir ganz entspannt beobachten, wie das hier zugrunde geht alles. Schießt da auch noch... Oh! Alter, drei Schüsse, drei Treffer. Das ist römische Katapultkunst. Ja, ja. Und jetzt kommen hier mal regelmäßig Steine her. Schau dich das an, Freunde. Schau dich das an. Und das ist wieder extreme Dummheit. Sie bringen es da hoch. Da ist doch auch noch ein Katapult, der sie befüllen könnt. Eurer Weisheit. Keine Steine hier. Keine Steine hier. Keine Steine hier. Ich hatte es schon mal drauf gedrückt, ne? Weghauen. Ciao. Je. Hast du schon geschossen? Ja, da fehlt auch einer. Wieder. Der ist gut. Der ist richtig gut. Naja. Zeit, dass wir unseren Beitrag leisten, oder? Reitet! Reitet! Bis zur Vernichtung! Und zum Ende der Welt! Tod! Da geht keiner dazwischen. Doch, es geht einer dazwischen. Bringt hier gefälligst Gold rein, los. Ich nehme euch das persönlich gern mit dem Stein. Das wisst ihr selber, oder? So, da kommt noch ein zweiter. Er fängt den Schwächeren ab, okay. Er wird sterben. Im Normalfall, also im Normalfall sollten wir alle drei besiegen. Aber die quantische Soldatenregel von Siedler 2 besagt natürlich, dass es immer sein kann, dass die eigenen Soldaten etwas schlechter kämpfen. Weil sie von Grund auf ein bisschen dümmlicher sind.
Ja, der ist zum Beispiel, der hat schon mal einen gekillt. Dem reicht der eine zum Beispiel nicht. Der will noch einen zweiten töten. Ja, der hat auch einen erwischt. Ah, das sind die Männer, die wir kennen. Ah. Hör mir auf. Hör mir auf. Mach ihn weg jetzt. Oh, los, Wapschel. Das ist doch kacke. Alter, der hat auch mal zwei getötet. Oh, ihr Spackos. Wehe, du tötest jetzt... Also gut, der andere war nur ein kleiner Wicht, aber trotzdem. Geh du da noch rein. Sind irgendwo Katapulte in der Nähe, die uns... Sind hier mal wieder Steine auf dem Weg? Nee, was frage ich? Was frage ich? Ist so saudumm. Also... Er hat Boote gebaut. Vielen Dank. Vielen Dank an der Stelle mal wieder an Hans Wurst für den Tipp. Für den Tipp mit dem eine Werft auf einer Insel bauen. So simpel wie einfach, sage ich immer ganz gerne. Total primitiv, aber es klappt. Es ist natürlich heftig jetzt hier durch. Dass ihr zwei euch jetzt das Hauptgebäude mal vornehmt. Ich will zumindest schon mal zeigen, dass wir hier sind und ihre Garnison dort schwächen. Oh, nein, nein, das ist jetzt unnötig. Oh, das ist unnötig. Ah, nee, greift der an? Der greift an. Nee, der verteidigt. Der verteidigt. Okay, es steht 1-0 für uns. 1-1, 2-1. Oben haben wir schon mal einen Hit kassiert. Ich glaube, wir haben noch einen zweiten unten kassiert. So, der erste ist hier weg. Ja, der oben. Ich würde gern zumindest 3 Einheiten loswerden. Also den Rekrut, den Gefreiten und den Unteroffizier. Der da oben wird es nicht schaffen. Ja, der hat noch einen getötet. Krass. Der ist so krass. Der hat jetzt schon zweimal den General von uns getötet, aber der kämpft stark. Der hat ihm jetzt, glaube ich, schon 4 Hits gegeben. Schönes Ding, Alter. Das wollte ich. So, wir haben noch 2 Einheiten da drinnen. 2 Stück. Bringt ihr mir jetzt endlich mal wieder Stein hier runter. 2 Stück kommen runter. Sehr schön. Ich kann hier leider nicht mehr. Das ist ein Problem. Das geht nicht. Okay. Mal kurz. Das ist so praktischer. Die Grenze kann ich hier nicht erweitern. Das ist ein Riesenproblem. Er ist jetzt hier alleine. Der muss einfach durchhalten. Das Hauptgebäude ist geschwächt. Da unten brauchen wir Gold. Viel Gold. Das habe ich anscheinend schon alles gemacht. Manchmal bin ich gar nicht so dumm. So, sehr schön. Die Boote sind auch besetzt. Gut. Gut, Freunde. Es ist ja im Prinzip auch hier nicht so wild, dass wir da Soldaten verlieren. Es ist ärgerlich, aber nicht so wild. So, die sind jetzt bald unter der Hälfte, aber sie haben weniger Soldaten verloren als wir. Das ist das, was mich ärgert. Wir müssen da unten auf jeden Fall warten, bis Gold hingebracht wird.
Verstehe nicht ganz, warum keins hingebracht wird. Normal sind sie da immer relativ schnell. Bin fast am Überlegen, bald mal hier die Verbindung zu kappen, damit die hier so auf sich allein gestellt sind quasi. Und, und sich selbst versorgen müssen, weil, wie schon mal erwähnt wurde, wahrscheinlich bringt er von irgendwo den Stein, weißt du? Von irgendwo bringt er den Stein. Von Orten sonst woher. Und das ist natürlich ein Problem. Der geht vorbei. Nice, da bringen sie auch. Jetzt geht hier was los. Jetzt geht hier was los. Schön. Gold wird anscheinend auch gebracht. Sehr gut. Ja. Die haben das besetzt. Die ziehen... Immer ziehen sie irgendwo noch Soldaten raus. Sie bilden keine mehr aus. Also schon lange nicht mehr. Es geht nur noch bergab. Aber... Es scheint zu gehen. Du willst echt nicht weiterjagen. Hier unten das Schaf, hier ist noch Hirsch, Hase. Alles, ne? Alles, was das Jägerherz begehrt. Ja, jetzt könnt ihr das ganze Zeug darunter schleppen. So. Zwei Steine sind schon... Ach so, und auf einmal tragen sie drei Steine rein. Und er schießt doch nicht mal. Wahnsinn. Oh. Ah, das geht noch nicht. Ah, nice. Ja, die zwei Katapulte sind Baba. Die werden uns einiges... Die werden uns richtig helfen. Hauptsache, sie bringen... Wie lange war denn das Gold unter... Wann? Jetzt sind wir bei 56 Minuten. Ich glaube, ich habe bei 45 habe ich hier eingestellt, dass sie kein Gold mehr reinbringen sollen. Bringen uns doch hier noch ein paar Esel rein. Freunde. So, wir können eine Verbindung herstellen. Wir machen es jetzt wieder anders. So. Ah, stopp. Yes! Katapulte machen. Die Katapulte machen das gerade sehr gut. Die machen das gerade sehr gut. Die sind gerade richtig gut da. Sehr schön, Freunde. Oh Gott. Purer Genuss, das zu sehen. Oh, das ist schön. Das ist schön. Oh ja. Oh ja, da fällt... Da fällt... Oh, Freunde. Jetzt geht's euch aber richtig nass rein. Gut. Ich denke mal, dass die Katapulte soweit ausgedient haben. Vielleicht schießt der noch. Weiß es nicht. Hier wär's. Wir haben doch noch Generäle, oder? Da kommt einer, da. Boah, okay, das ist kein General. Zwei werden eng. Mehr können wir nicht bringen, oder? Doch, 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 wir können mit mehr angreifen. Okay. Das heißt, eigentlich ist das Hauptgebäude von ihnen so gut wie weg. Hier zufällig irgendwie mal Kundschafter hinschicken. Ah, so. Ja, der hört wirklich auf. Schade. Ich hatte gehofft, dass sich die Investition ein bisschen mehr lohnt. Ich hatte aber auch gehofft, dass wir heute ein ganzes Stück weiterkommen, als wir jetzt letztendlich gekommen sind. Ich hatte schon gedacht, dass wir irgendwie... Naja. In die Nähe... des Tores kommen, aber wir sehen es noch nicht mal. Das ist halt immer mit der Infrastruktur hier, ne? Die läuft nicht so ganz. Das ist halt in Siedler 3 einfach echt besser.
Dadurch, dass man keine... Also ich finde die Wege schön. Ich kann denen echt viel abgewinnen, aber wenn das halt so lange dauert und sich gegenseitig immer so blockiert, dann ist das natürlich nicht so prickelnd. Übrigens, das mit dem Bart, ne? Ich will da nichts hören dazu. Ich habe den falschen Aufsatz von meinem Rasierer benutzt, auf einmal war mein Bart weg. Ich hätte fast einen Heulkrampf bekommen. Schrecklich. Schrecklich. Ich will nichts hören. Das will ich... Ich würde gerne noch das Hauptgebäude schaffen. Wir müssen warten, bis die da drin sind. Dann haben wir 2 Generäle. Dann können wir, glaube ich, mit 4 Generälen angreifen und kriegen das gut hin. Kommt da irgendeiner dazwischen? Nee. Die sind jetzt, glaube ich, auch endgültig mit dem... Endgültig fertig. Okay, aber da sind sie dann schnell, ne? Wenn es nicht mehr schießen kann, dann sind sie schnell. Ist er drin? So, let's go. Holen wir uns die. Holen wir uns das Hauptgebäude der Roten. Und damit ihren Untergang. Ja, sie haben noch Lager, ist schon klar. Aber trotzdem, das sitzt. Wenn das Hauptgebäude weg ist, das sitzt. Weil es sind auch viele Rohstoffe, die da verloren gehen, ne? Da ist ja immer voll belagert. Okay, da greift jetzt gar nicht mal der Offizier an. Haben die den rausgeholt? Man kann ja selber einstellen, wie viele Soldaten man drin haben will. Vielleicht hat er den rausgeholt, um ein anderes Gebäude zu besetzen. Das ist natürlich möglich. Oh, der kämpft gut. Ich glaube, es steht 3-1 oder so. Das sieht gut aus. Ah, 3-2, schade. Oh, da. Oh, da kommt einer mit der Axt. Der Holzfäller will eingreifen. Gib ihm den Rest. Gib ihm den Rest. Auf geht's, Junge. Schönes Ding. Das war's. Er geht rein. Oh ja. Oh ja. Geile Nummer. Geile Nummer. So, ich warte, bis die zwei... Schaffen wir noch ein bisschen was. Vielleicht schaffen wir noch ein bisschen was. Ein paar Kleinigkeiten. Komm, Rainer. Wo ist der zweite? Rainer. Komm, Rainer. Da sind die anderen. Hä, wo ist denn der andere? Er läuft jetzt da. Was machst du denn? Akku. Ja, ja. Ja, okay, danke. Danke. Aber wir sind gerade mitten im Krieg. Ich kann jetzt gerade nicht los. Wenn wir das hier kriegen, dann ist das Lager auch kaputt. Es ist ein bisschen schade, jetzt fällt es mir gerade erst auf. Ich glaube, es ist mir auch schon mal aufgefallen, dass natürlich bei den nubischen Stämmen nur die Krieger und die Speer schwarz sind und nicht das ganze, die ganze Bevölkerung. Ich glaube, ich habe mal... Meine Freundin ist ja Designerin und die hat mal zum Spaß einfach so diese... Zumindest einen in den... Also den Siedler, den Träger in einen Schwarzen umgewandelt. Und das wäre halt einfach... Längen authentischer, aber wahrscheinlich finden 96 einfach nicht möglich. Also vom Aufwand her. So. Ist der jetzt mittlerweile, hat es wieder in seine Wohnung geschafft? Nee, oder nicht? Ein Soldat würde noch fehlen. Boah, ich sehe den Wald vor lauter Siedler nicht. Auf geht's. Ich will jetzt quasi hier die Küste erobern und sie dann hier so reindrängen. Ins Zentrum. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier hinten
Es gehört, vielleicht gehört sogar den gelben das Tor. Das kann gut sein. Das ist gut möglich. Landesgröße erhöht? Hat sie keinen Schaden. Ja, da ist noch ein General drin. Aber mit zwei Soldaten. Bei all meinem Pessimismus. Das sollte gehen. Haben wir da schon jetzt Leute hingeschickt? Ja, sind schon da. Das holen wir uns und dann das und dann können wir die gelben uns auch nebenbei noch vornehmen. So, wie sieht's hier aus hier drüben? Mit wie vielen Verlusten muss ich klarkommen? Mit einem. Okay. Wo ist denn das zweite Lager hier? Das ist hier. Ja, es können sich immer nicht alle retten. Also man hat immer... Okay, das ging schnell. Man hat immer einen gewissen Verlust. Wenn ein Lager stirbt, also wenn ein Lager zerstört wird, man hat immer einen Verlust. Wenn ihr Glück habt... sind es nur Träger, die sterben, weil die regenerieren sich ja von selber. Aber solche, also so mit Pfeil und Bogen und solche, die spezielle Rollen haben, das tut dann schon weh. Alter Schwede, nice. Ich bin jetzt einfach nur mega happy, dass wir das so gut hinbekommen. So. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das läuft doch jetzt ganz gut, oder? Wir haben die Roten mächtig zurückgedrängt. Das hat ein bisschen gedauert. Ja, ich weiß. Aber es läuft richtig gut. Wir machen so weiter. Werden hier die Küste jetzt eben einnehmen, da unsere alte Wachstube einnehmen, sie weiter ins Zentrum drängen und dann bin ich gespannt, oh, da unten ist schon die andere Küste, wer von den, ich glaube rot ist es, ich glaube, dass hier unten das Tor ist und dass es rot gehört, aber wir werden die natürlich komplett aufarbeiten mit das, was sie uns angetan haben und ich freue mich mega aufs nächste Mal, in Siedler 3 ist ein bisschen eine schwierigere Situation, deswegen, ich habe echt Bock auf Siedler 2, ich hoffe ihr auch und bleibt mir bis dahin gesund, euer Odin Let's Play, ciao, ciao.